Kann man eine Impfung einklagen und ist das überhaupt eine gute Idee, wenn man doch eigentlich warten sollte? Und es kann ja auch nicht sein, dass wir jetzt die Justiz mit Impfungen belästigen. Nun, diesen Eindruck und diese Frage könnte man sich stellen nach dem Vorschlag, den ich auf Twitter in den letzten Tagen unterbreitet hatte, als ich sagte, es gibt einen subjektiven öffentlich-rechtlichen Anspruch eines jeden Bundesbürgers auf Erhalt einer Schutzimpfung. So steht es in § 1 der Impfverordnung des Bundesgesundheitsministers. Dieser Anspruch steht allerdings unter zwei Einschränkungen. Die erste Einschränkung ist Verfügbarkeit von Impfstoffen. Die zweite ist, dass eine Reihenfolge beachtet werden muss. Und wenn wir uns jetzt die Situation anschauen, dann komme ich zum Ergebnis, dass die Rechte von denjenigen aus Prioritätsgruppe 2, die unter 65 Jahre alt sind, verletzt werden, wenn sie nicht jetzt ein Impfangebot bekommen, wo doch genügend geeigneter Impfstoff zur Verfügung steht. Was hat es damit auf sich? Wir haben im Augenblick die Situation, dass wir zwei Impfstoffarten zur Verfügung haben, mRNA für alle, auch die über 80-Jährigen, die momentan auch geimpft werden, und AstraZeneca, was nur zugelassen ist für Personen unter 65 Jahren. Und in der Prioritätsgruppe 1 nach § 2 der Impfverordnung werden also die über 80-Jährigen mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna und Astra und BioNTech Pfizer geimpft, wohingegen diejenigen, die unter 65 sind, AstraZeneca bekommen können. Sie nehmen aber diese Impfangebote im Augenblick nicht so richtig in Anspruch, beziehungsweise wir haben momentan viel mehr Impfstoff, als notwendig wäre, um die aktuellen Impfanfragen zu beantworten. Von dem AstraZeneca-Impfstoff sind letzte Woche mehr als 1,5 Millionen Dosen geliefert worden, von denen weniger als 200.000 verimpft worden sind. Mehr als 80% dieses Impfstoffes liegen also momentan auf Halde. Da fragt man sich, wo liegen die eigentlich? Denn regionale Zeitungen haben nachgefragt, Impfzentrum, habt ihr das Zeug rumliegen? Was macht ihr? Sind eure Termine leer? Es stellt sich heraus, in den vielen Impfzentren ist das Zeug wahrscheinlich nicht in großen Mengen auf Halde, sondern diese Haldenhaltung muss wohl in den Lagern der Bundesländer liegen. Denn die Hersteller haben nach ihren Lieferplänen direkt an die Bundesländer geliefert. Und wir sehen aufgrund der durchgeführten Impfungen, dass weniger als 15-16% von dem AstraZeneca-Impfstoff verimpft wurde. Und das lässt sich auch nicht damit erklären, dass Impfstoff für die zweite Impfung zurückgelegt wurde. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist noch eine andere, eher medizinische Frage, denn von der Menge, was rumliegt, rechtfertigt das nicht diese große Halden-Lagerhaltung, die wir im Augenblick haben. Wenn die Impfverordnung sagt, dass eine Reihenfolge zu beachten ist, dann bedeutet das in der Auslegung, dass jemand aus der Prioritätsgruppe 2 nur dann geimpft werden kann, wenn er nicht jemanden aus der Prioritätsgruppe 1 verdrängt. Wir haben eine Knappheit des Impfstoffes, deswegen haben wir auch eine Prioritätsfolge. Aber es ist nicht vorgeschrieben, dass wir warten müssen, gar solidarisch, dass jeder aus der ersten Prioritätsgruppe sich entschieden hat, will ich einen Impfstoff haben oder nicht, und dann erst die nächste Gruppe aufgemacht werden darf, sondern wir müssen effizient impfen. Und das ist eine Verpflichtung des Staates. Das ist nicht nur ein politisches Postulat, sondern der Staat darf den Anspruch auf Impfung nicht verwehren, nur deshalb, weil man eine bestimmte Reihenfolge einhalten will oder weil die Verwaltung noch nicht in der Lage dazu ist, diese Anfragen zu bearbeiten. Es ist keine Einwendung gegen den öffentlich-rechtlichen Anspruch, wenn ein Bundesland sagt, wir sind nicht in der Lage, die Impfungen zu organisieren. Dafür müssen Sie Sorge tragen. Was ist denn, wenn der Staat jetzt dem nicht nachkommt? Wenn ich zum Beispiel einen solchen Antrag, wie wir ihn zum Download bereitgestellt haben, stelle und ihm wird nicht entsprochen, was in den meisten Fällen so sein wird. Nun, man könnte einerseits verwaltungsrechtlich über den § 123 VWGO ein Eilverfahren anstrengen und eine einstweilige Anordnung erhalten in Bezug auf den Streitgegenstand, noch bevor man eine Klage erhebt, wenn eine entsprechende Eilbedürftigkeit gegeben ist, was hier durchaus der Fall sein kann, weil es entstehen doch erhebliche Nachteile, wenn man abwarten müsste, bis die Hauptsache Klage entschieden ist. Es wäre aber auch möglich, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Schadensersatzansprüche gegen den Staat, sogenannte Staatshaftung, geregelt in 839 BGB, da hinten steht es, BGB. Das ist nicht so ungewöhnlich und das ist ein Grundprinzip des Rechtsstaates, dass sich der Staat selbst auch der Justiz zur Verfügung stellt
und ein Objekt auch von Klagen sein kann. Nicht nur vom Verwaltungsgericht, sondern auch von einem Zivilgericht. Und wir hatten das schon öfter, dass der Staat es versäumt hatte, beispielsweise ein Gesetz zu erlassen oder eine andere Verpflichtung umzusetzen und dass deswegen Schäden entstanden sind, die dann später im Wege des Schadensersatzes geregelt wurden. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was wir haben wollen, aber man kann auf diese Weise zumindest einmal klarstellen, dass der Staat, die Bundesländer nicht ewig warten können und sagen, naja, wir lassen uns erstmal Zeit, wir machen das hier schön nach der bürokratischen Ordnung, eine Gruppe nach der anderen und dann warten wir. Während andere Länder an uns vorbeiziehen und ich sehe schon, wie dann im Sommer die Briten in Mallorca auf den Liegen sitzen, weil sie alle schon durchgeimpft sind, weil sie mit 10 Millionen Impfungen, ganzen Erstimpfungen schon durch haben, während wir noch mit wesentlich mehr Impfstoff, relativ gesehen nicht unbedingt, noch nicht einmal bei einem Anteil von 4%, 4-5% der Bevölkerung für die Erstimpfung angekommen sind. Wir haben genug Impfstoff, um mehr Leute zu impfen. Es fehlt momentan nicht an den Kapazitäten in den Impfzentren. Die haben noch sehr viel Kapazität. Es fehlt auch nicht an Impfstoff und es fehlt vor allem nicht an Impfwilligen. Die Leute, die in Prioritätsgruppe 2 oder 3 sind, die sagen, ich bin sofort dabei, macht mir ein Impfangebot, ich könnte kommen. Woran es fehlt, ist lediglich der politische Wille. Und das ist eine Stelle, wo die Justiz hilfreich sein könnte. Deswegen eben auch dieser Hinweis. Was soll man tun? Nun, meine Empfehlung ist, einen Antrag zu stellen. Aber noch besser wäre es, wenn man bereit ist, nach diesem Antrag auch bereit ist, vor Gericht zu gehen. Wir suchen nicht nach Mandaten. Wir sind voll ausgelastet. Wir wollen auch schon gar nicht Geld verdienen damit. Bitte wenden Sie sich an einen Verwaltungsrechtler, der sich damit auskennt, der einen solchen Eilantrag für Sie in Ihrem Bundesland auch stellen kann. Selbst wenn Sie nicht vor Gericht gehen wollen, wird es sich trotzdem lohnen, den Antrag zu stellen, denn der ist Voraussetzung dafür, um später vielleicht einmal einen Schadensersatzanspruch geltend zu machen. Welcher Schaden kann das sein? Nun, stellen Sie sich vor, Sie könnten heute eine Impfung bekommen, zum Beispiel Prio 2 Gruppe unter 65 Jahre, aber man verwehrt Ihnen die Impfung und Sie werden jetzt deswegen in 3-4 Wochen krank, haben eine Infektion. Dann kommen in Betracht Ansprüche auf Schmerzensgeld, Verdienstausfall, die Schäden, die durch eine Quarantäne-Isolation entstanden sind oder Behandlungskosten, durchaus denkbar. Oder Sie müssen in Quarantäne, weil jemand anders, der eigentlich hätte geimpft werden können, eine Infektion hatte. Und Sie könnten nachweisen, dass mit einer rechtzeitigen Impfung dieser Schaden nicht entstanden wäre. Da gibt es ein paar Unwägbarkeiten natürlich, weil wir nicht hundertprozentig ausschließen können, dass jemand nicht auch mit einer Impfung krank geworden wäre. Aber nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft sind diese Impfstoffe ziemlich sicher und sie können also Infektionen tatsächlich aufhalten. Also insofern kommen Schadensersatzansprüche in Betracht, die man zivilrechtlich geltend machen könnte. Könnte auf die Idee kommen, eine Feststellungsklage zu erheben für einen künftigen Anspruch, wenn es einem nur darum ginge, sozusagen mal das Ding bei Gericht einzureichen. Es geht nicht um Symbolpolitik und schon gar nicht darum, den Staat mit massenhaften Klagen oder Sammelklagen unter Druck zu setzen, sondern die Klärung herbeizuführen, unter welchen Umständen darf der Staat warten und wann muss er tätig werden. Ich bin nämlich der Auffassung, dass im Augenblick der Staat die Rechte seiner Bürger verletzt, wenn er nicht, wie es manche Bundesländer ja tun, die Impfungen für Prioritätsgruppe 2 freigeben. Wir sehen, dass die Länder unterschiedlich darauf reagieren. Auf Twitter haben wir schon gelesen, dass einige erfolgreich waren mit ihrem Antrag. Einer schrieb, er ist am gleichen Tag geimpft worden, also am gleichen Tag, wo er getwittert hatte. Den Antrag hatte er etwas früher gestellt. Das ist schön. Es gibt aber andere Bundesländer, die ganz strikt nach der Impfverordnung vorgehen und sagen, nee, wir fangen nicht an, wir lassen den Impfstoff liegen. Und das macht geradezu wütend. Das ist jetzt aber keine juristische Abwägung, aber hier sehen wir auf jeden Fall einen möglichen Rechtsverstoß. Viel Glück bei der Geltendmachung.